Ja, das eine ist eben so Ja, wir stehen hier beim Denkmal der Roten Armee, also beim russischen Denkmal, das extrem hoch ist und extrem weit zu sehen ist. Und das ist jetzt irgendwie schön, hinter einem Denkmal ein politisches Statement zu setzen und die Flagge der Ukraine zu wählen und dann noch dazu den Nawalny, der die Regierung in Russland schon immer stark bekrittelt hat,